So, weiter geht's auf dem Feld von Lump. Wie heißt das Spiel gleich nochmal? Infos. Ja, gut. Ich bin dran und würfle direkt mal mit dem Würfel. Nehmen wir mal den normalen Würfel ausnahmsweise, oder wenn ich mir nicht das Spielbrett hier nehme. Muss jetzt erstmal den Controller wieder richtig hinkriegen. Würfeln. So. Normaler Würfel. Zack. Da bringt mir kein Glück, der normale Würfel. Eine 1. Mist, ich muss wieder meinen Monty-Würfel nehmen. Uh-oh. Jetzt wird die Falle aktiviert. Fallen wir jetzt alle wieder zurück? Uh-oh. Das ist kein guter Start für den Part. Uh-oh. Nein, 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 nein. Ach du Schande. Na, der beginnt ja gut, der Part. Alles wieder zurück. Schalke ist am Zug. Oh wei. Er setzt gleich seinen Turbopilz ein, seinen goldenen Turbopilz. Ja, das ist, glaube ich, ratsam. Bei dem, was gerade passiert ist, was ich verursacht habe. Eine 6. Eine 5 plus 10. Ach so. 5 plus 5 ist 10. Ja, nicht plus 10. Und bei Bubu ist angekommen und gleich minus 3. Müssen Abzug. Und gleich das nächste Minispiel. 4 Spieler Minispiel. So. Müssen wir uns heute in diesem Part mal ein bisschen besser anstrengen. Matroschka-Mischer. Das russische Spiel. Matroschkas. Ah, okay, ich verstehe. Die meisten Puppen immer noch finden. Okay. Ich schmeiß mich einfach drauf. So, Tod leitet es an. So. Concentration. Da. Das in der Mitte. Logischerweise. Zack. Mit den Augen verfolgen. Hui. Hui. Und ich bin raus. Ah, verdammt. Hier, das hier muss es sein. Ich weiß es nicht. Ich bin raus. Zack. Noch bin ich drin. Ah, verdammt. Ich raus. Dritter Platz. Ja, besser als nichts. Rechts stand da. Ja, ist ein relatives Glücksspiel. Ja. Der wird dann so schnell, dass man es kaum verfolgen kann. Oder konntet ihr es sehen? Na komm. So. Das bleibt unverändert und ich bin wieder auf dem vierten Platz. Oh Mann. Ist keine gute Partie für mich. Lass mich mal weiter anstrengen hier. Ich habe immer noch 0 Plätze. Ich bin hier. Viertplatzierter. Letzter. Damit wollen wir hier die Partie nicht beenden. Nein, nein. Soll es nicht sein. Buku. Nimm seinen Buku-Würfel. Ja, die speziellen Würfel, die finde ich ja sehr gut. Und bloß bei Monty Maulwurf ist es ein bisschen, naja, uneinfallsreich. Ich nehme trotzdem den speziellen Würfel hier. Den Monty-Würfel will ich haben. Der hat mir ein Glück gebracht. Na komm. Zack, Würfel. 3. Naja, gut, besser als 1. 3 ist besser als 1. Wer hätte es gedacht? Na komm, ich muss mal öfter 6 würfeln, damit ich mal vorankomme. Münzen kriege und mal drankomme und den Stern mal als erstes abhole. Oh oh. Der liebe Scheigei, der ist gut im Kurs. Oh, ein Glückszahlwürfel. Lege deinen Wurf von 1 bis 8 einfach fest. Oh. Was, schon wieder ein Minispiel? Ich komme aber schnell. So schnell aufeinander folgende Minispiele. 1 vs. 3 Minispiel. Buhu gegen uns alle. Okay. Bomb Minton. Okay. Bomb Minton. Bomben in gegnerische Hälfte schlagen. Okay. Mit Hilfe von Steuerkreuz kannst du Charakter steuern. Wenn ich Steuerkreuz von dem Pet hier. Ah, okay. Ich bin Monty hier. Na komm. So. Mal gucken. Na, da landen sie.
Zack, hier. Na hier, komm, 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 Monty. So, was mache ich hier? Ach so, hier kann man. Muss mir doch jemand sagen, dass man mit den Knöpfen feuern kann. Aha, okay. So, zack, 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 zack. So rüber mit dir. Zack, zack, zack. Er hat aber von einem großes Netz hier. Wir haben nur drei kleine. Ah, zack. So, hier rüber hier. Zack, 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 zack. Immer auf die Felder hier springen. Ja, hab's verstanden. Ich weiß, wie es geht. So, bereit. Ready to slurp. So, auf geht's. Bomb. Er wird mit Bomben gekämpft. Wird bombardiert. Na komm, zack, rüber mit dir. Bomben. Na komm, rüber hier. Wir dürfen uns nicht besiegen lassen. Von dem scheiß Geist hier. Oh, das Wort habe ich jetzt nicht gesagt. Family friendly. Zack. Na komm, rüber damit. Oh, Buhu führt weiterhin. Oh, das ist nicht gut. Na komm, nicht verlieren. Ende. 12 zu 6. Buhu hat gewonnen. Oh nee. Naja. Was soll's. So, weiter geht's. Unverändert erster. Dieser verdammte Buhu. So, Gumba ist am Zug. Und würfelt. Hoffentlich keine 6. Eine 3. Okay. Hat er mich trotzdem überholt. Verbündetenfeld. Oh, er wählt sich einen Verbündeten aus. Die Peach natürlich. Ja, Gumba. Entführst die Peach. Nicht Bowser, sondern mal Peach. Nicht Bowser, sondern mal Gumba. Du bist jetzt mit Peach verbündet. Verbündet. Gumbas mit Peach verbündet. Ja, alles klar. So. Das Buhu. Eine 5. Ein böses Felder gibt's dort. Wow, ein besonders eigenes. So, da wird der Weg versperrt. Ah, alles klar, jetzt können die da durch. Warum nicht? Manchmal Wurf ist am Zug. Er würfelt. Okay, Items, ja. Wurf plus 3, das ist gut. Das ist spitze. Das können wir gebrauchen. Würfeln. Na komm, würfel trotzdem eine gute Zahl. Na komm, eine 3. Ah, verdammt. Ja, immerhin eine 6. Kann man besser machen. Vor allem, wenn man schon so einen Bonus einsetzt. Scheiger ist am Zug. Und setzt ein Item ein. Glückszahl würfeln. Oh, ich sehe es doch schon, wie die sich die nächsten Stern abgreifen. Ich bin schlecht. Ich bin hier sehr schlecht drin. Och Mann. Das ist kein guter Start. Das ist mein Itemladen. Und dabei sind es noch goldene Röhre. Ach du Schande. Teleportier dich in die Nähe des Sterns. Ja, du bist doch schon in der Nähe des Sterns. Und kauf gleich den nächsten. Oh nein. Dann bin ich noch weiter hinten. Obwohl. Er hat ja noch keinen Stern. Oh, was für eine Katastrophe. Zwei Sterne wurden schon verliehen und keinen davon ist für mich. Ja, damit bin ich jetzt Vierter. Shy Guy von hinten nach vorne. Kann ich nur hoffen, dass Gumba zu schwach ist und dass mir der nächste Stern gehört. So, der nächste Stern landet näher an mir ran. Das ist gut. Und da bin ich doch gleich, wenn ich mich ein bisschen anstrenge, bin ich doch glatt in der Nähe. Wer zuerst kommt, malt zuerst. Also nicht trödeln. Ja, das ist eigentlich das Grundprinzip. Okay, das passiert also, wenn man hier die Kamera ausgehen lässt während der Aufnahme. Ja, nicht viel verpasst. Wurde nur ein neues Minispiel eingeleitet. Okay, Aufgabe. Podest in der Mitte erreichen. Wenn du den Schalen beim besten Willen nicht aus dem Weg gehen kannst, renn einfach drauf los. Auch wenn du dabei hinfällst. Okay. Ah, okay. Total Banane ist das Spiel.
Ah, okay, ich verstehe. Vorsichtig raus und ins Ziel kommen. Ah, okay. Aufgabe verstanden. Na, nicht drauf losrennen, das ist die falsche Möglichkeit, aber... Ja, langsam und sicher. Mal vorbei. Ja, okay. Das Ziel ist dort drüben. Das Podest. Na komm, ich bin gleich da. Erst am Ziel. Superb. Fangen wir es an. Packen wir es an. Der Bananenkönig Monty. Am Start. Unten links bin ich. Die Leute, die Orientierung verloren haben durch den Splitscreen. Ja. Na komm. Streng dich an, Monty. Nicht davon weglaufen. Na. Oh oh, hier bin ich ungünstig. Na komm. Nicht als Letzter reinkommen. Nicht als Letzter. Ah. Voran. Wir sind sehr viele Bananen im Weg. Ja, nice. Bin sogar Erster. Jetzt auch Short. Habe ich es doch noch hingekriegt. Manchmal Wurf hat gewonnen. Ja, Spitze. So, ein paar Münzen für mich und ich bin nur noch Dritter. Ja, die anderen beiden haben Sterne. Bin der mit den meisten Münzen. Ja, ich will nicht Dritter bleiben. So, Gummer würfelt. Na komm, der kriegt noch Bonus von Peach wahrscheinlich dazu. Ja, 5 plus 2 macht 7. Oh, der schnappt uns die Münzen, der schnappt uns doch gerade den Stern weg. Ach du Scheiße, ich bin doch so nah dran. So nah dran war ich. Geht's doch nicht. Wie im letzten Part, so geht's jetzt weiter. In diesem Part. Heilige Makarela. Makarela. Heilige Makarela. Jetzt bin ich wirklich der Hinterletzte. Hab zwar die meisten Münzen, aber was bringt mir das? Ich mir davon keinen Stern kaufen kann. Der Bummelletzte. Der langsamste. Ja. Kennt man von Zwergi. Na komm, bitte in der Nähe, bitte in der Nähe, bitte in der Nähe. Das sieht nicht nach Nähe aus. Normpfuhl. Erreichbar, oder? Oder irre ich da? Hier. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Also nicht trödeln. Ja, ich bemühe mich ja. Was kann ich dafür, wenn die so gute Würfel haben? Die Würfel sind schuld. Mein Würfel ist gesinkt. Nicht ich bin schuld, weil ich schlecht würfle, sondern die Würfel sind schuld. 5 Münzen und er lässt sich vorbei. Na gut. Okay, der Weg ist frei. Und, oh nein, Buhu, nein, nicht Buhu. Nein. Er kauft sich den nächsten Stern. Och, gibt's doch nicht. Zwergi, der Bummel, letzter. Oh nein. 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 Ich bin so am Arsch. Ich hänge so weit hinten dran. Ein blinder Maulwurf hier. Ein blinder, langsamer, dicker Maulwurf. Dicker, fetter. So, wo ist der nächste Stern? Wo denn ist der? Ach, da hinten. Da muss ich ja zurücklaufen. Okay, obwohl das ist vielleicht für mich am besten. Ich bin da hinten. Na. Also erster werden. Naja. Ob das noch was wird. Pechfeld. Na. Der erste hat auch mal Pech. Willkommen auf dem Pechfeld. Buko hatte Pech. So, du musst 5 Münzen an jemand anderes zahlen. Okay. Zack. Wer bekommt die Münzen jetzt? Ach, Scheigel bekommt sie natürlich, bekommt sie Scheigel. Ach, ich auch. Wir werden alle verteilt. Manchmal auf ist am Zug. Kann ich jetzt hier zurück oder was? Wahrscheinlich nicht, wie ich das Ganze kenne hier. Na komm, gute Zahl. Ja, 5, okay. Ich will da zurück. Ach, so ein Mist. Muss jetzt hier eine Runde drehen. Ich will zurück. So ein Mist. Man muss jetzt da in die Richtung laufen, oder was? Ja, Turbo Power Pilz.
Gold. Oh man. Es ist ja hier richtig spannend. Naja, spannend ist es nicht. Ist klar, dass ich hier verliere. Naja, ganz klar ist noch nicht. Oh, ein Einzerfeld. Verbündetenfeld. Bei mir ist noch nichts Spannendes passiert. Ah, er sucht sich. Ach, er kriegt einen zugeteilt, oder was? Zufällig. Wario hat er jetzt. Ein Wario-Würfel. Kriegt er geschenkt. Ah, gut, ein bisschen Risiko ist dabei. Ja, bei Wario. Kann ich mir vorstellen. Minispiel. Uiuiui. Wir müssen uns mal deutlich verbessern, vor allem bei den nächsten Spielbrettern. Sonst sieht es hier nicht edel aus. Jetzt gibt's auf die Lichter. Zumindest die Minispiele machen Spaß. Auf beleuchtete Kugel schlagen. Es gewinnt, wer zuerst 20 Punkte erzielt. Bewegen geht so und schlagen geht so. Okay, wir gegen Buhu mal wieder. Buhu der Böse. Achso, die leuchten. Ja, ich sprühe hier wild auf den einen. Uha, darüber, darüber. Ach, verdammt. Was mache ich denn hier? Na komm, na komm. Darüber. Ja, ich hab ihn nicht. Ein Punkt. Die bringen immer nur einen Punkt. Okay. Na komm. Okay, verstehe. Schlag noch in die falsche Richtung. Sieht verdammt blöd aus. Das hier so machen. Na komm, Team. Muss mal ein Team anstrengen. Okay, die Störung ist irgendwie ein bisschen. Na komm. Mal schauen, wie wir das meistern. Buhu gegen uns alle. Das muss doch wohl klappen. Sollen wir doch im Team mal den wohl besiegen können. Na komm. Na komm, ja, zack, komm. Was machst denn du? Was machst denn Zwergi? Na komm, zack, zack, zack. Ja, in die falsche Richtung schlagen hier noch. Na komm. Zack. Na komm, schlag schon. Na komm, ja. Okay, dann bin ich in der Nähe. Ja, komm, schlag. Und wenn ich meine eigenen Leute schlagen muss. Dann zack, zack. Ich weiß nicht, wie viele Punkte wir schon haben, aber ich schlag ordentlich weiter. Und zack. Da sind wir gerade in der Nähe gekommen. Okay, wie sieht's aus? Wer war besser? Ja, wir waren besser. Nice. Haben wir den Buhu nicht besiegen, gewinnen lassen. Ach so. Ach ja. Warum denn auch nicht? Waren das zwei extra Münzen? Okay, achso, wir kriegen trotzdem Nebenmünzen fürs Spiel. Ich bin immer noch letzter. Ich habe keinen Stern. Komm, wir müssen uns einen Stern holen. Wenigstens einen, damit wir nicht hinterletzter sind. Aufgepasst, es sind nur noch 3 Runden zu spielen. Da lohnt sich doch ein Blick auf die aktuelle Platzierung. Ach, bitte nicht. Da musst du nicht drauf gucken. Buhu ist auf Platz 1. Goomba folgt auf Platz 2. Platz 3 gehört Shaikai. Und Monty Maulwurf ist auf Platz 4. Puh, spannender geht's nicht. Wer wird wohl gewinnen? Hören wir uns die Meinung des Gastexperten an. Ja, wer wohl? Ist ja wohl klar. Ach, Wump kommt vorbei und sagt uns, dass Buhu gewinnen wird. Klar, Ansage, Shaikai wird gewinnen. Wenn nicht, mache ich einen Handstand. Ach, das will ich sehen. Den Handstand will ich sehen. So, Leute, hierfür erhält Shaikai folgende Belohnung. Glückstalwürfel. Was? Ist ja unfair. Der wird ja belohnt, weil Dingens irgendwas geraten hat. Und Wumms. Warum Shaikai? Wie kommst du auf Shaikai? Wo wird hier noch ein Punkt, noch ein Dingens bekommen und fertig. Es kommt aber noch besser. Auf blaue Felder gibt es sofort 6 Münzen. Ja, was hilft mir Münzen? Ich kann Sterne habe. Ich habe genug Münzen. Ich kann mir alle Sterne kaufen, aber da musst du erstmal erreichen. Das kann die Party entscheiden. Nicht wirklich. Nein, immer noch nicht nervös. Da kann ich nachhelfen. Ein Spiel macht's doch nur Spaß, wenn es richtig zur Sache geht. Der zaubert was ins Spiel. Ui. Okay. Die bösen Felder werden noch böser. Okay. Oh je, Kamek hat die Pechfelder noch schlimmer gemacht. So
so ein Riesenbrechfels. Er ist jetzt gefährlich. Darauf sollte man auf keinen Fall landen. Ob es dir gefällt oder nicht, die letzten 3 Runden stehen an. Also gib mir jetzt alles. Ich gebe die ganze Zeit schon alles, aber das wird nichts. Ich versuche es hier die ganze Zeit, aber ich bin immer noch der Hinterletzte hier. Naja, das ist halt Mario Party. Super Mario Party. Da wird man halt super Letzter. Was soll man sagen? Aber zumindest Spaß macht's. Das ist doch die Hauptsache. Dabei sein ist alles. Oder als das Minispiel. Nicht dabei sein ist alles. So, Buhu ist am Zug. Und dann bin ich mal wieder in der Reihe. Mal sehen, wie ich das wieder versaue. Hier müssen wir einmal rum und dann können wir wieder zurück. Ah. Buhu ist immer noch weiter vor. Oh, ist gleich wieder zurückgerannt. Okay. Kommt man da überhaupt wieder raus? Achso, muss man nur über den Klumpen da. Achso. Ich hab's gecheckt. So. Item. Ja, den nehme ich. Kann ich gebrauchen. Und würfeln. So. Zack. Oh, nur eine Münze. Ja gut. Plus 5, ja, immerhin. Ja, da will ich durch. Da zahle ich auch Geld für. Zahlen. So. Ich habe 52 Münzen. Das wird es wert sein. Spielbrett, kann ich das mal begutachten. Wo ich dann lande, wenn ich da langlaufe. Okay. Da ist schon Scheigeil. Da geht's zum Stern. Okay, verstehe. Keine Abkürzung. Flatterslan. Kleine Abkürzung. Okay. Gehen die Abkürzung. Das ist doch am besten. Abkürzung kann ich gebrauchen. So, was jetzt? Na sowas. Manchmal hat einen versteckten Block gefunden. Endlich mal was Glückliches. Verdammt. Nur Münzen. Kann man auch einen Stern kriegen oder ein Item oder was kommt da? Ein Stern, das wäre super. Das wäre für mich spitze. Ein gratis Stern und so eine Münze. Ah, zum Glück nicht die goldene Sache. Da hätte er sich ans Ziel teleportieren können. Reden kann ich auch nicht mehr. Noch 2 Parts, die ich hier am Stück aufnehme. Das ist der 2. Part an der Reihe. Die Britta muss man ja zu Ende spielen. Ah, der kauft sich noch einen Pilz. Warum nicht? Und Geld hat man ja. Oh nein, er kommt verdammt nah. Ich muss nicht beeilen, muss gute Würfel würfeln. Im Minispiel absahnen. Okay, Buhu ist wieder dran. 4 Spieler Minispiel, okay. Totaler Durchblick. Okay. Und was wird's das? Aufgabe, den Charakter scharf stellen. Neige, um den Charakter scharf zu stellen. Wenn das gelingt, winkt dir der Charakter zu. Ah, okay, die Linse scharf stellen. Schon mal gemacht. Okay, ah, ja. Okay, ah, sehr schön. Verständlich. Und noch mit ihm. Na. Sehr gut, bist du der Erste. Spitze, ich verstehe es. Geben wir das Beste. Gerade halten. Na komm. So, ich bin unten links. Na komm. Ah. Na. Da bin ich Erster. Super. Gibt es mehrere Runden? Wahrscheinlich. 3 Runden. Na. Super. Erster. Ich bin Spitze. Sagt und verliert in der 3. Runde. Na komm. Scharf stellen. Na, das war doch fast scharf. Na, super. Erster. 15 Punkte. Oh, was macht denn der Scheigeil? Mönchmaulwurf, gewonnen. Großartig. Da muss ich auch mal gewinnen. Gewinnen dürfen. Ich bin immer noch 4. Platz. Vielleicht gelingt es mir, 2. oder 3. zu werden.
Die Hoffnung darf man ja wohl noch haben, in den letzten zwei Runden einen Stern zu bekommen und dann hier zumindest noch auf dem zweiten Platz zu landen. Die Chance besteht noch. Der erste Platz, das werde ich nicht. Nein, das ist sehr unwahrscheinlich, aber naja, vielleicht mit ein bisschen Anstrengung. Zweiter. Na komm, das wäre doch zumindest nicht schlecht. Du kannst, okay, Stern von Buhu stehen. Oha! Da ist der jetzt Erster. Münzen bezahlen für Sternklauen. Ah, okay. Da hätte ich auch das Glück haben können. Habe ich aber nicht. Da gibt es den Stern für Goomba. Ja, dann wird Goomba halt Erster. Kann sich alles ändern. Na gut, ich bin immer noch Vierter. Komm, lass mich Zweiter werden. Ich habe genug Münzen, um Zweiter zu sein. Wenn ich jetzt nur einen Stern bekomme. Na komm, streng dich an. Kleiner Maulwurf. Okay, die nehmen den langen Weg. Das ist gut. Und Buhu ist am Zug. Jetzt haben wir den Buhu endlich ausgeschaltet. Ja, nice. Der die ganze Zeit geführt hat und so. Bewegt sich nicht. Ein Item. Den Wunschblock. Glückszahlwürfel. So. Monty Maulwurf ist dran. So, dann wollen wir mal würfeln. 6, 6, 6, bitte ein 6, bitte ein 6. Ah, 1, 2, verdammt. Das ist doch mies. Verbindungsfeld. Ach so, ja, wen kriege ich denn? Zufällig. Na komm. Stopp. Joschinski. Nice. Den brauche ich. Die nehme ich gerne als Helfer. Er hat einen Würfel für mich. Dann sammeln wir Sterne. Ja, bitte. 7 ist möglich. Okay, Scheiger ist am Zug. Der ist sehr weit vorne. Oh nein. Nein, 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 nein. Nein, nein. Kacke, der ist schon sehr nah dran. Der wird das jetzt rocken. Und damit bin ich hinterletzter mit 0 Sternen. Nach wie vor. Und viele Züge sind nicht mehr. Oh nein. Ich wollte die Runde hier nicht so beenden. Party. Aber die normalen Kombos sind stärker als ich. Nein. Welch eine Schande. Und da bin ich jetzt noch. Da bin ich nicht mal Zweiter, kann ich mehr werden. Das ist. Ja, da holt sich Schalke in den zweiten Stern und da haben wir hier die zwei Vorderen schon festgelegt. Ach du Schande. So ein Mist. Shy Guy will es wissen. Gut, dann ist Zeit für den nächsten Stern, den ihr nicht mal rächen werdet, weil die Runde schon gleich vorbei ist. Seien sie landet gleich direkt in meiner Nähe. Was nicht passiert, weil sie da hinten landet. Das erreichen wir niemals mehr. Wir sind schon hier auf dem Rückweg. Das kannst du vergessen. Sein wir kommen noch auf irgendeinem Fels. Oder Scheige holt sich den noch ab. Ja gut. Er hat ja noch eine goldene Röhre. Warum nicht? Warum nicht noch den Gewinn gleich machen? Ein Minispiel. 4 Spieler Minispiel. Naja. Spiel das ja am Release-Tag, die ersten beiden Parts. Aber ich veröffentliche das nicht am Release-Day, das wird eh nichts. Ich weiß, dass das nichts wird. Das habe ich, glaube bei Pokémon Sonne habe ich das mal, bei Pokémon Sonne und Mond habe ich das probiert und das war einfach nur purer Stress und dann kam es eh erst um 20 Uhr raus und also momentan ist es 23:25, also das wird am Release-Day nichts mehr, aber gut. Nicht wegkriegen lassen. Okay, da müssen wir springen. Hier. Neben Knopf. Okay, okay, okay. Okay, wo bin ich? Unten links. Und den, der gerade ins Wasser fällt. Und hops. Ah, okay. Alles klar. Zeit zum Üben. Ach, verdammt, habe ich nicht kommen sehen von links. Auf dem kleinen Bildschirm. Lass uns beginnen. Release Day. Parts mache ich nicht mehr, das ist
Ja, kommt am Montag. Der erste Part. Der zweite Part jetzt hier. Mal schauen, wann ich den raushaue. Wahrscheinlich auch irgendwann. Achso, ich guck da auf den oberen Bildschirm. Ich bin unten links und bin schon raus. Ach du Schande. Das, wie viel da bin ich? Vierter oder? Gumbat gewonnen. Na, Kacke. Auf den falschen Bildschirm konzentriert. Schande. Das ganze Spiel ist eine Schande für mich. Will man nicht im Part bringen, will man kein Let's Play drüber machen. Letzte Runde, ja. Was soll ich sagen? Es wird hoffentlich bessere Spiele bringen. Let's Play. Gumba ist am Zug. Na komm. Alle nochmal würfeln hier. Dann haben wir das auch mal geregelt. Vier Züge. Vier Schritte. Alle Items sind leider ausverkauft. Ja, ist in der letzten Runde durchaus möglich. Ach, da stehe ich schon. Hey, Gumba. Guten Tag. Du auch hier. Was für ein Zufall. Was für eine Überraschung. Na denn. Okay. Ein goldener Turbopilz. Und weiter geht's. Manchmal wirft es am Zug. Du kannst jetzt auch einen anderen Würfel verwenden. Nee, ich würfel den hier. Zack. Also bitte eine gute Zahl noch zum Ende. Ach, verdammt, eine 3. Und eine 2. Eine 5. Immerhin. Zum Stern kommen wir eh nicht mehr. Items sind ausverkauft. Ja. Okay. Auf ein rotes Feld noch zum Schluss. Ah, 6 Münzen abgezogen bekommen. Ein gutes Zeichen, ein gutes Symbol für dieses Spiel. Gut dargestellt, wie es hier abläuft. Na denn, haben wir es erledigt. Hinterletzter sind wir geworden. Was soll man da noch sagen? Außer ich gelobe, besser zu werden. So, letztes Minispiel. 1 vs. 3. Ein Gumba gegen alle. X im Sinn. Das klingt nicht hübsch. Ein Dreierteam. Fragen von Einzelspieler beantworten. Das Dreierteam gewinnt auch, wenn nur ein Teammitglied alle drei Fragen des Einzelspielers erfolgreich beantwortet. Okay. Frage auswählen. Ach, Teamspieler müssen nur bewegen. Okay. Ich bin Teamspieler, also los. Ach so, muss ich unten mal. Die richtige Antwort lautet. Ach so, okay. Was hat der erste Tod getragen? Okay, muss ich da nochmal hingucken. Okay. Okay, das kann ich noch niemals merken. Ja, eine Orange bestimmt. Na. Richtige Antwort lautet. Ja, eine Orange war's. Nice. Okay, hab's verstanden. Müssen wir mal gut Aufmerksamkeit. Müssen wir gut Aufmerksamkeit. Richtig gutes Deutsch ich sprechen. Sieh genau hin. Zitrone, Apfel, Zitrone, Ananas. Wie viele Früchte waren insgesamt zu sehen? 4 waren es auf jeden Fall. 4 waren es, ganz sicher. Geh runter. Geh runter, Buhu. Richtige Antwort lautet 1, 2, 3, 4. Yep. Das war nicht allzu schwer in der ersten Runde. Ja. Und da fällt man runter, wenn man was Falsches hat. Eine sehr schöne Lösung. Sehr schönes Spiel. Apfel, Orange, Zitrone. Mhm. 4 würde ich sagen, oder? Dann aber 5. Nee, 6 waren es. 7 waren es auch nicht, oder? Na. Wie viele waren es? Habe ich jetzt nicht erzählt. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, nice. Hab's richtig. Bin der einzige Überlebende, wie es ausschaut.
Zack, ja. So macht man's. Sieh genau hin. Ach so, Gumba lebt noch. Apfel, Orange. Okay. Es gibt jetzt eine fiese Frage. Wie viele Toads waren zu sehen? Ach du Schande. 3. Mehr waren es nicht, auf keinen Fall. Okay, das könnte falsch sein. Oh Mann. 3, aber mehr kannst du. Nein. Okay, gucken. 1, 2, 3. Ja, nice. Richtig geraten. Gewonnen. Sehr schön. Und Monty hat es gerettet. Für sein Team. Yeah. Nein. Yeah. Fertig. Yeah. Ja, sehr motiviert. Runter geht's wieder aufs Feld. Alle Runden sind beendet. Dann ist jetzt Zeit, das Ergebnis zu verkünden. Na dann, da bin ich ja ganz gespannt. Wer ist wohl der Meister hier? Das Abenteuer in der Ruine ist beendet. Ein legendärer Wettkampf, an den man sich noch lange erinnern wird. Ja, als mieser Verlierer. Wer hat den nun gewonnen? Ich bestimmt. Ich bin der Gewinner. Also dann, gehen wir mal durch, wer sich welchen Bonus sichern konnte. Es gibt übrigens einen Stecken für jeden Bonus. Was? Cool. Hier ist der erste Bonus, der vergeben wird. Vielleicht gewinne ich ja doch noch. Minispielbonus. Der Minispielbonus. Dieser Bonus erhält der Spieler, der die meisten Minispiele gewonnen hat. Und das ist? Dieser Bonus geht an. Manchmal Wurf. Da habe ich doch mal einen Stern bekommen. Nein. Und welches ist der zweite Bonus, den ich verkünden darf? Da gewinne ich jetzt doch noch am Ende, obwohl ich die ganze Runde lang so scheiße war. Unverdient. Der Trödelbonus. Dieser Bonus bekommt der Spieler, der die wenigsten Felder gezogen ist. Geht wohl auch an mich, oder? Dieser Bonus geht an. Buhu. Okay. Ja, doch wohl der Trödler. Dabei stehen wir jetzt, glaube ich, 1. Und Buhu hatte, glaube ich, auch. Er hatte 2, oder? Trommelwirbel! Buhu, manchmal auch nur auf. Scheigei. Diesmal geht der Sieg an. Mich wohl kaum. Gumba! Obwohl, ich habe einen Stern bekommen. Ich habe noch einen Stern bekommen. Okay, ja, komm. Den Bonus wollen wir mir mal gönnen. Aber Gumba hat verdient gewonnen. Ich war so scheiße im Spiel, hätte ich jetzt nicht verdient. Glückwunsch! Ja, ich jetzt mit einem Stern und 82 Punkten. Ja, wenn ich jetzt den zweiten Bonus noch bekommen hätte, hätte ich das wohl gerockt. Dann hätte ich wohl gewonnen. Dann hätte ich es unverdient noch geschafft. Also unmöglich ist es nicht noch, trotz Schlechtigkeit am Ende zu gewinnen, aber ja, man muss sich halt scheiße im ganzen Brett. Ja, da wollen, glaube ich, nichts mehr zu sagen. So ist er. Da liegt der Maulwurf deprimiert am Boden. Ja, was soll man sagen? Zweitplatzierten Bonus. Was? Okay. Bravo, das war fantastisch. Wump, Domino, Roulette, Ruine geschafft. Wieso habe ich da auch Roulette gelesen? Bravo! Na, dann würde ich mal sagen, Däumchen nach oben soll es euch gefallen haben. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Zwergenfrist verpassen wollt. Habe ich mich noch reingelabert hier. Ich weiß nicht, ob wie viele Parts das jetzt sind, ob da 2 draus geworden sind oder 3. Oder mehr. Mehr würde ich nicht hoffen. Aber jetzt haben wir das erste Brett zu Ende gekriegt. Im nächsten Part geht es weiter mit dem nächsten Brett. Habt's noch einen angenehmen, fröstlichen Tag. Haut darin und ja, man sieht sich. Bis dahin. Ciao, ciao. Adios.